In unserer GZSZ-Wochenvorschau verraten wir euch, was in den nächsten 4 Wochen bei der Daily passiert. Sternchen. Achtung, es folgen Spoiler. Flos neue Lebenssituation löst in Jonas Bedenken aus. Passen ihre Zukunftsvorstellungen wirklich zusammen? Gerner feiert seinen vermeintlichen Triumph über Rosa. Doch dann findet er sie in einer lebensbedrohlichen Situation vor. Wird er von seinem Plan abweichen? Nihat will Paul helfen, Alicia endlich zu vergessen. Doch sein Vorhaben geht schief. Was passiert, das erfahrt ihr vorab mit einem Premium-Account auf RTL Plus im Stream und regulär von Montag bis Freitag ab 19.40 Uhr bei RTL. GZSZ-Vorschau für Montag, 19.08., Folge 8086. Flo versucht, das Geschehene als Anlass für einen Neuanfang zu sehen. Bei Jonas sorgt das für Fragen, ist er noch in ihre Zukunftspläne mit eingeschlossen? Carlos freut sich, dass angeblich er im Notfall auf John zählen kann. Doch Carlos hat Johns Angebot falsch aufgefasst. GZSZ-Vorschau für Dienstag, 20.08., Folge 8087. Moritz greift versehentlich zu Luis' Handy. Dabei fällt ihm eine Nachricht von einer unbekannten Nummer ins Auge. Direkt beginnt er, sich diverse Szenarien in seinem Kopf zusammenzuspinnen. Was hält Luis nur vor ihm geheim? Flo wünscht sich einen gemeinsamen Urlaub mit Jonas. Der ist davon weniger begeistert und macht Flo klar, dass abenteuerliche Reisen aufgrund seines Rollstuhls nicht möglich sind. Obwohl Jonas ihr nahegelegt hat, einfach ohne ihn zu verreisen, möchte Flo ihren Traum, mit ihm gemeinsam Urlaub zu machen, nicht aufgeben. GZSZ-Vorschau für Mittwoch, 21.08., Folge 8088. Gerner glaubt fest daran, dass er Rosa schwächen konnte und sie sich daher auf sein Angebot einlassen wird. Ob er sich da nicht etwa täuscht? Pauls Freunde sind entsetzt, als sie mitbekommen, wie Paul einer Handwerkerin einen Korb gibt, obwohl diese perfekt zu ihm passt. Nihat ist davon überzeugt, dass Paul noch immer an Alicia hängt und sich deswegen auf niemand Neues einlassen kann. Er will das mit Hilfe eines Rituals ändern. GZSZ-Vorschau für Donnerstag, 22.08., Folge 8089. Soos und Gerners Leben könnte sich komplett verändern, sollte Rosa sich auf Gerners Forderung einlassen. Wird sie das machen? Paul ist wütend, als Nihats Feuerritual schief geht. Nun hat er einen Brandfleck in der Wohnung, der ihn zusätzlich an Alicia erinnert. Sein Versuch, sich mit Kates Hilfe abzulenken, schlägt fehl. Paul versucht daraufhin, das Denkmal auf eigene Faust zu beseitigen. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.